Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre trafen am Hauptbahnhof von Los Angeles Tausende von Emigranten aus Europa ein. Darunter auch viele deutschsprachige Kulturschaffende, so wie die Brüder Mann. Heinrich kam aus Südfrankreich und betrat nun im Alter von 69 Jahren zum ersten Mal das fremde Land. Der um 4 Jahre jüngere Thomas dagegen war mit Amerika wohl vertraut, hatte es schon öfters besucht und kam nun aus Princeton, wo er eine Gastprofessur ausgeübt hatte. Für die meisten Ankömmlinge wie Heinrich war Los Angeles eine ziemlich befremdliche Gegend. Ein Stadtgebilde von einer riesigen Ausdehnung, das mit europäischer Urbanität kaum etwas gemein hatte und in dem man ohne Auto eigentlich nicht existieren konnte. Anziehend jedoch war das angenehme Klima und der Blick aufs Meer. Viele Exilanten fühlten sich an die französische Riviera erinnert, wo sie vor der Flucht nach Amerika gelebt hatten. Wir sitzen hier im Park an der Ocean Avenue und das war ein Treffpunkt aller Emigranten. Es war fast täglich so, dass Thomas Mann zu diesem Park kam. Es war ein langer Spaziergang von San Remo Drive bis hier runter. Als dann Heinrich Mann auch hier in der Nähe wohnte, trafen sie sich auch oft zusammen hier auf dieser Bank. Auch Heinrich Mann konnte zu Fuß gehen, es war ja nicht so weit wie Thomas Manns Weg. Und haben sich dann hier sehr viel unterhalten, auch über die Zukunft Deutschlands. Die Klippen unterhalb dieser Stelle nennt man die Palisades. Der Stadtteil am Rande von Los Angeles, der erst in den 20er Jahren erschlossen wurde, erhielt daher seinen Namen. Pacific Palisades wurde Ende der 30er Jahre zu einem der wichtigsten Wohnorte deutschsprachiger Schriftsteller, Komponisten und Philosophen. So zogen Leon Feuchtwanger, Hans Eisler und Max Horkheimer hierher. Und wo noch kurz vorher eine Orangenplantage gewesen war, siedelte sich Thomas Mann an. Wir sehen das Haus, das er sich hat bauen lassen von einem amerikanischen Bauherrn. Aber ein deutscher Architekt hat es nach seinen Wünschen entworfen. Es war ursprünglich viel nüchterner. Also beispielsweise dieser Platz hier und dieser Platz wurde dann später von den jetzigen Besitzern überdacht. Vorher war das alles offen, sodass man also nur die nüchterne Front sah. Oben waren die Schlafzimmer, er hatte ja sehr viele Kinder. Und dann ging er auf einer Stufe hinunter zu seinem Arbeitszimmer. Und das Arbeitszimmer, das eben hinter mir ist, das ist noch genauso erhalten, wie es damals war. Nur, dass eben andere Möbel jetzt drin sind, aber die Bücherregale und alles ist noch so wie damals von Thomas Mann. In einem Brief an Hermann Hesse nannte er es das schönste Arbeitszimmer seines Lebens. Das Haus am San Remo Drive war damals viel besucht. 6 erwachsene Kinder und sonstige Verwandte kamen und gingen. Gäste wurden nachmittags zum Tee empfangen. Das Wichtigste jedoch war der schriftstellerische Großbetrieb, in dem nicht nur die Ehefrau Katja, sondern auch die älteste Tochter Erika tatkräftig mithalfen. Settlement, wie man sagen würde in den USA, also wieder sesshaft werden, war, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dieses Exillebens Thomas Manns. Dieses gemietete Haus in Princeton, auch später das in Kalifornien, das war alles schön und gut, das waren schöne Häuser, aber das waren nicht seine Häuser. Aber ein eigenes Haus zu bauen, das ist auch eine repräsentative Sache. Man zeigt damit, dass man es sich leisten kann, ein Haus zu bauen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass er angekommen ist in den USA. Also zu zeigen, ich gehöre jetzt hierher, ich will mich hier niederlassen. Ich meine das ernst mit meinem Aufenthalt in den USA. Ich will mich hier sozusagen eingliedern.
Die Flucht von Heinrich Mann aus Europa gelang erst in letzter Sekunde. Das Schiff aus Lissabon brachte auch Franz Werfel und seine Frau Alma in die USA. Wie eine Reihe anderer Exilschriftsteller trat Heinrich einen Vertrag als Drehbuchautor in Hollywood an, der auf ein Jahr befristet war. In Los Angeles ist er natürlich einerseits richtig und andererseits völlig falsch. Das ist eines der vielen Paradoxe in seinem Leben. Der erste deutsche Tonfilm, oder beinahe der erste deutsche Tonfilm, Der blaue Engel, ist nach einem Stoff von Heinrich Mann gedreht worden. Und wenn man Heinrich Manns Werk gründlich liest, sieht man, dass seine Fantasie eine sehr cinematografische ist. Das heißt, dass Der blaue Engel aus einem Roman von Heinrich Mann hervorging, also Professor Unrat, ist überhaupt kein Zufall. Andererseits konnte die Filmindustrie in Hollywood natürlich nichts anfangen mit ihm. Gerade bei Warner Brothers herrschte das Prinzip, Schreibarbeiten, also Drehbucharbeiten, müssen büromäßig absolviert werden von 9 bis 5. Nun war die Anstellung bei Warner Brothers eigentlich eine Großzügigkeit und hatte niemals vor, Heinrich Mann oder Alfred Döblin oder wer immer davon profitiert hat, als Drehbuchautoren zu benutzen. Das war gar nicht die Absicht. Es wurde ein europäischer Filmfonds gegründet, der diesen Autoren 100, manchmal $200 in der Woche gegeben hat. Aber dieses Geld kam durch Spenden zustande. Als Scriptwriter war ja sein Handicap, er konnte kaum einen Dialog in englischer Sprache schreiben. Und seine Romane aus Europa waren, glaube ich, für die Verlage, für Alfred Knopf, aber auch für andere, zu europäisch. Man hat zwar den ersten Teil von seinem Henri Quatre auch ins Englische übersetzt. Er war sehr glücklich, dass er bei seiner Ankunft 1940 lesen konnte, dass er der Autor von Young Harry of Navarra sei. Das hat ihn also in Hochstimmung gebracht, vorübergehend. Aber das war es dann auch. Das Adressbuch von Heinrichs Frau Nelly. Es waren oft die Ehefrauen der Emigranten, die die lebenswichtigen Kontakte organisierten. In Amerika wurde Nelly zu Heinrichs wichtigster Bezugsperson. Er hatte sie 1929 in einer Berliner Nachtbar kennengelernt. Als er Nazi-Deutschland verlassen musste, folgte sie ihm nach Frankreich und bei Kriegsausbruch wurde sie seine zweite Ehefrau. Nelly war eben eine sehr schlichte Frau, bis hin zu ziemlich hysterisch oder auf jeden Fall überhaupt nicht entsprechend den Standards von Lebensform, wie die Manns, gerade Thomas Mann, sie lebten. Also sie trank und man weiß alles nicht, was er sonst noch gemacht hat. Heinrich liebte sie und zwar in Wiederholung seiner Erfahrung als Kind mit den Kinderfrauen. Sie war so eine, wie er sie da kannte. Und die hatten ihn ja körperlich und sonst wie geliebt, ganz anders als die eigene Mutter eben. Und Nelly liebte ihn auch, war auch natürlich vor allen Dingen in Frankreich, in Südfrankreich, geehrt, wie viele berühmte Leute um ihren Mann dann herum waren und wurde aber von allen irgendwie verachtet, ganz klar. Freitag, den 26.06.1942. Heinrich und Frau zum Abendessen. Das Weib betrunken, laut und frech, machte mich krank. Ist das letzte Mal hier gewesen. Zog mich ohne Abschied zurück. Sie war sehr charmant und sie war wirklich eine schöne Frau. Und außerdem war sie sehr lustig. Wenn sie nicht getrunken hatte, war sie reizend. Aber wenn sie getrunken hatte, dann war sie auch manchmal sehr aggressiv. Auch zu mir und so. Und zu ihrem Mann. Aber das wussten wir ja dann, woran das lag. Und sie war sehr unglücklich hier.
In Frankreich war sie gern. Da hat sie sich gut vertragen mit den Franzosen. Sie hat auch ein bisschen Französisch gesprochen. Aber hier konnte sie so gar kein Englisch. Und beide waren hier so fremd dem Land und das Land zu ihnen. Martha und Leon Feuchtwanger wurden Heinrich und Nellys engste Freunde im Exil. Feuchtwanger war einer der wenigen deutschsprachigen Autoren, die in den USA Erfolg hatten. Sein riesiges Haus in Pacific Palisades, die Villa Aurora, wurde zum beliebten Treffpunkt der Exilschriftsteller. Diese hatten ja in Europa ein urbanes Leben geführt. In Los Angeles, wo es weder Kaffeehäuser gab noch Restaurants, die zum Verweilen einluden, entstand eine Kultur privater Zusammenkünfte. Auch Thomas Mann war des Öfteren hier zu Gast. Seine Kontakte gingen allerdings über die deutschen Immigrantenzirkel weit hinaus. Es geht ja los mit dem Ehrendoktor von Harvard, den er 1935 bekommt und aufgrund dessen er bereits damals vom Präsidenten Roosevelt eingeladen wird. Also er kennt den Präsidenten persönlich. Daraus entwickeln sich dann eine Reihe andere wichtige Kontakte, besonders der zu Agnes Meyer. Und der Name klingt sehr unauffällig, aber es handelte sich um die Gattin des Verlegers der Washington Post, die Thomas Mann damit zur Verfügung stand, ein wichtiges Presseorgan. Und es handelt sich um eine der wichtigsten Drahtzieher-Persönlichkeiten in den USA damals überhaupt. Da hatte er ein unglaubliches Glück. Er hätte ohne sie niemals, oder er hätte genauso wie die anderen Immigranten, in deutscher Sprache in Amerika nichts erreichen können. Sie hat übersetzt, sie hat Rezensionen geschrieben. Ich will sagen, ohne sie, ohne das Glück, dass sie ihn geliebt hat und so gefördert hat, hätte er in Amerika nicht reüssiert. Und ja, ich als Frau kann immer wieder nur sagen, ich kann sie gut verstehen. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig passiert, wenn man als Frau einen großen Mann verehrt und sich dann natürlich auch vorstellt, ach, wäre das toll, wenn ich den hätte. Aber auch für Thomas war letztlich seine Frau der wichtigste Halt. Katja stammte aus reichem Elternhaus und hatte studiert, was damals für eine Frau noch sehr ungewöhnlich war. Sie wurde zur Managerin seines Schaffens wie auch seines Alltags und hielt die Familie zusammen. Erst jetzt, im Älterwerden, begann sich Thomas für Kinder wirklich Zeit zu nehmen. Gern beschäftigte er sich mit seinen Enkeln, besonders mit dem Ältesten, Frido. Auf seinem Schreibtisch versammelte Thomas eine kleine Welt von Inspirationsobjekten, die er Sächelchen nannte. Der Produktionsprozess spielte sich eigentlich immer gleich ab. Wenn Thomas Mann ein Werk konzipierte, dann hat er sich in einer längeren, intensiven Phase mit dem Werk befasst. Er hat sehr viel gelesen, er hat sehr viele Exzerpte gemacht, er hat sehr viel gesammelt, hat Quellen zugezogen, bis er so weit war, dass er mit dem Schreibprozess beginnen konnte. Und hat jeweils am Vormittag geschrieben, so ungefähr von 9 bis 12, nicht mehr als 3 bis 4 Stunden täglich. Am Nachmittag hat er jeweils Briefe geschrieben, Korrespondenzen geführt, sich mit den Geschäften des Lebens und des Alltags abgegeben. Der Abend galt meistens dem Theater und der Musik. Aber innerlich waren das doch auch wieder Vorbereitungshandlungen für den nächsten Tag, wenn er um 9 Uhr wieder am Schreibtisch saß. Heinrich Mann hat ununterbrochen geschrieben. Das hat er sein Leben lang getan. Er hat nie aufgehört zu schreiben.
Er hatte allerdings eine völlig andere Arbeitsweise als Thomas Mann. Also nicht dieses sehr streng geregelte Schreiben von 8:45 bis 12:45. Das ist bei Heinrich Mann etwas lockerer. Er schreibt mal sehr wenig, mal sehr viel. Er schreibt auf die Rückseite von Briefen. Also das ist alles ein romantisches Chaos ein bisschen. Und nicht dieses angestrengte, übergenaue, fehlerfreie Schreiben von Thomas Mann, das sich aber abgeschirmt von allen vollzogen hat. Das ist bei Heinrich Mann anders. Da fließt es, da strömt es. Da werden die Dinge auch sehr ungleich, aber dafür ist es lebendig und dicht und sehr suggestiv. Das heißt, Heinrich Mann ist ein Autor, der Höhepunkte und abgrundtiefe, schlechte Sachen geschrieben hat. Er hat auch ein Leben gehabt, das viel interessanter ist als das Leben von Thomas Mann. Thomas hat ja nichts erlebt. Natürlich, die Exilation, die Exil und so weiter schon. Aber persönlich hat er nichts erlebt. Er hat die Leute beobachtet und er hat ins Tagebuch geschrieben. Zum Beispiel Routinevorgänge in ihren täglichen Variationen, wie die Spaziergänge mit dem Hund Nico. Spaziergang bei kaltem Wind. Klares Wetter. Beim Morgenausgang erbitterte Begegnung mit der Nachbarin wegen Nico und der dortläufigen Hündin. Ging Amalfi 3 fast hinunter. Ging etwas bei drückender Sommerhitze. Von Golo geholt. Müde. Vorm Frühstück gegangen. Gegangen bis zum Sitz an der Straße. Thomas Mann besaß sein Leben lang Hunde. Der Großpudel Nico war ein Geschenk von Caroline Newton, einer weiteren amerikanischen Gönnerin. Der Hund als Begleiter hat gegenüber dem Menschen als Begleiter ein paar Vorteile. Er nimmt gewissermaßen jede Projektion an, die man ihm gegenüber hat. Und ich glaube, das Grundspiel mit den Hunden war das Spiel Geist und Leben, Bewusstsein und Unbewusstsein, Mensch und Tier. Und das ist eben auch das Schöne, dass das Tier einem nicht mit intellektuellen Ansprüchen gegenübersteht und mit Forderungen, sondern es ist die bewusstlose Kreatur, die ihn fasziniert. Ich glaube wohl, dass er von jedem dieser Spaziergänge mit ein paar Ideen heimkehrte. Man arbeitet stundenlang am Schreibtisch und was einem unter Anstrengung nicht einfällt, das fällt einem plötzlich in der Situation der Entspannung beim Gehen ein. Also ich glaube, es gab auch eine Diätetik der Produktion, zu der der Spaziergang gehörte. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Das halte ich für seine wichtigste Tätigkeit, was den Widerstand in Deutschland betrifft. Das hat eigentlich kein anderer Autor geschafft. Er hat über 50 Radioansprachen gehalten, einmal im Monat. Das lief über BBC London, wurde in Kalifornien aufgenommen, dann komplizierte Weise dorthin überspielt und alle 4 Wochen hat er in Deutschland eine Radioansprache gesendet über BBC in deutscher Sprache mit seiner originalen Stimme. Und wie die Wirkung von solchen Dingen ist, ist schwer zu beurteilen, aber wer hat das sonst? Es war ja doch eine Stimme, es war die Stimme eines ganz anderen Deutschland, die man in Deutschland sonst nicht mehr zu hören bekam. Und er hat
in USA klargemacht, es gibt noch was anderes als diesen Hitler und seinen Verein da in Deutschland. Er hat in USA große Vortragsreisen gemacht. Er hat gesprochen vor Tausenden von Hörern. Er hat richtige große politische Massenveranstaltungen geleitet, Veranstaltungen, in denen er einfach von der Freiheit sprach, von der deutschen Kultur sprach und natürlich auch von dem, was sie gegenwärtig gefährdet. Thomas Mann wurde neben Albert Einstein zum berühmtesten in den USA lebenden Deutschen. In der Zeitschrift New Yorker wurde er in einem Essay, das über 19 Druckseiten ging, sogar Goethe in Hollywood genannt. Wie andere seiner Werke verkauften sich auch die vier Bände von Josef und seine Brüder in Amerika sehr gut. Der vierte Band des Josefs-Romans, der in den USA entsteht, spiegelt sehr stark wieder die Situation Thomas Manns in den USA. Ein Exilant erarbeitet sich eine öffentliche, repräsentative Rolle in seinem Exilland, könnte man etwas vereinfacht sagen. Es ist sehr stark, dieser Band, auch dahingehend interpretiert worden, dass die Josefs-Figur des vierten Bandes die Ernährerfigur, ein Porträt Roosevelt sei, also der amerikanische Präsident, den Thomas Mann sehr bewundert und verehrt hat, fast bis zum Irrationalen. Stärker, glaube ich, aber ist der Josef des vierten Bandes auch ein Selbstporträt Thomas Manns, also der Ernährer, die Funktion, den anderen zu helfen, die anderen über Wasser zu halten mit der eigenen Hilfe, das ist, spiegelt sehr stark, finde ich, die Rolle, die sich Thomas Mann selbst in den USA auch zugeschrieben hat, in seiner Hilfe für die anderen Exilanten. Ja, wovon hat Heinrich Mann gelebt? Er hat von Zuwendungen seines Bruders gelebt, die großzügiger waren, als man im Allgemeinen sagt. Das heißt, er war nie wirklich in Gefahr. Wenn es wirklich sehr hart gekommen wäre, hätte Thomas ihn immer unterstützt. Auch Feuchtwanger hat ihn unterstützt. Nelly hat ein bisschen verdient durch Arbeiten. Aber es war natürlich nicht die Rede davon, dass Heinrich Mann in Amerika sich als Autor durchsetzt. Dazu bestand gar keine Chance. Theoretisch hat es gut angefangen. Er hat zwei literarische Agenten gehabt, die sich für ihn eingesetzt haben. Aber seine Bücher waren unverkäuflich, schlicht unverkäuflich. Und die Abrechnungen sind geradezu grauenvoll. Also mal bekommt er 13 Dollar für ein Jahr, mal 7 Dollar, wenn es hochkommt, 25 Dollar. Das ist natürlich lächerlich. Heinrich Mann hat das auch so empfunden und auch gesagt, dass das eigentliche Exil für ihn erst angefangen hat mit der Flucht nach Amerika. Er konnte sich in Amerika nicht integrieren. Er wollte wahrscheinlich auch da gar nicht heimisch werden. Er hat ja fast keine Versuche unternommen, die Sprache zu erlernen. Er wird sicherlich so ein gebrochenes Englisch gesprochen haben, dass er etwas einkaufen konnte, aber er hat keinen großen Anstrengungen unternommen, der Sprache wirklich mächtig zu werden und hatte natürlich auch nicht immer so einen Staat um sich wie Thomas Mann, wo natürlich permanent gedolmetscht und übersetzt wurde. In spite of all this, however, I am optimistic about the final victory of democracy. Der liebte das Englische nicht, aber er hat es sich angetan, möchte ich mal sagen. Er musste auch immer üben. Seine Tochter Erika konnte besser Englisch, mit der hat er das dann vorbereitet. Auch Katja, seine Frau, konnte besser Englisch. Und er musste dann die Lesungen auch ein bisschen trainieren, aber das hat er gemacht. Er hat sich das ins Englische übersetzen lassen und hat es dann auch zu Hause geübt und hat auf Englisch dann vorgetragen. Er ist überhaupt recht offen, was das Amerikanische betrifft. Er probiert gern neue Speisen, er probiert neue Wörter aus, also man kann das nachvollziehen im Tagebuch, wie er ausprobiert, wie sich Wörter im Mund anfühlen. Thomas Mann ist jemand, der sehr offen ist für den American Way of Life und der spielerisch damit umgeht, der da nicht sehr viele Vorbehalte hat, was man vielleicht nicht erwartet hätte von einem alten Lübecker Bürger. Und der genießt das Fahren im Cabrio zum Beispiel sehr, aber einen eigenen Führerschein hat er, soweit ich weiß, nie besessen. Thomas Mann hat sich immer von seinen Frauen spazieren fahren lassen, von Frau wie Tochter.
Heinrich Mann war ja immer sehr erotisch engagiert und er war natürlich ein Frauenfreund. Und bei Thomas Mann war das bekanntlich ein bisschen anders. Und Thomas Mann war in Bezug auf seine erotischen Neigungen zwangsweise asketisch und Heinrich Mann lebte das aus und das waren so fundamentale Gegensätze. Heinrich Mann hatte immer etwas behalten von dem Schwabinger Bohemier. Er war irgendwie Grand Seigneur und Bohemier. Zum Beispiel hat man sich darüber beschwert, dass er während der Fahrt mit der Nea Hellas über den Ozean sich in die Kabine zurückgezogen und dicke Weiber gemalt hätte. Man muss wissen, dass er damals an dem Henri Quatre arbeitete, sein wichtigstes Werk. Und im Zentrum dieses Werkes steht auch eine Begegnung, fiktiv natürlich, obwohl zeitlich das übereinander zusammenpasst, zwischen Rubens und Heinrich dem IV. Und die beiden lässt Heinrich nun diskutieren über Kunst und Wirklichkeit, über Leben und Sinnlichkeit. Und insofern ist das doch eine durchaus künstlerische, komplexe Angelegenheit gewesen, diese Verbindung Romanschreiben und gleichzeitig illustrativ vorzugehen durch diese Zeichnung. Das war ja für mich eine Entdeckung. Ich konnte es nicht glauben. Ich sehe diese Bilder und habe dann nur immer gedacht, ja genau so muss er auch damals als Kind oder dann im Verlauf gefühlt haben. Wie er eben in Lübeck im Puff mit den nackten Frauen da, ein schmaler Knabe, eben er war ja wirklich Schüler noch, umgegangen ist und sich selbst dann gezeichnet hat. Oder eben all die anderen Bilder, die Zeichnung am Sterbebett seines Vaters, wo er vor dem Vater am Bett kniet und auch eine sehr kühle, distanziert aussehende Mutter daneben steht. Wenn er so etwas gezeichnet hat und auch dann ja noch in seinen Novellen beschrieben hat, dann können wir das als autobiografische Geschichte nehmen, die eben dann gerade das Verhältnis zu seinem Bruder zeichnet. Was die Erotik betraf, stimmte Thomas mit Heinrich schon in jungen Jahren nicht überein. Aus einem Brief an einen Freund: Wegen seines letzten Buches haben wir uns beinahe überworfen. Seine Bücher sind schlecht, aber sie sind es in so außerordentlicher Weise, dass sie zu leidenschaftlichem Widerstande herausfordern. Und dann kommt er wieder fast obsessiv auf diese Thematik der Erotik. Es ist zu viel Schenkel, Brüste, Lende, Wade, Fleisch, alles in Anführungszeichen. Und da kann man sich natürlich fragen jetzt, das muss man offen lassen, man könnte hier sehr weitgehend spekulieren, wie weit hat das auch mit der eigenen Sexualität von Thomas Mann zu tun, wie weit sind hier verdrängte Aspekte seiner homoerotischen Neigungen zu verstehen. Aber das ist ein Zug, der sehr deutlich und auffällig immer wieder auftaucht bei Thomas. Und hier sind Geschwistergefühle ganz sicher am Werk. Besucht, aber nur sozusagen das, was sein musste. Und da gibt es so diese schöne Geschichte, dass Thomas und Katja wieder mal eingeladen waren bei den Heinrichs und Thomas Mann fährt vor mit dem Auto, klingelt und niemand macht auf. Und Thomas ist wütend, dass dieser Bruder ihn da so und so viele Kilometer hat ranfahren lassen und da nicht zu Hause ist. Und kaum war Thomas und Katja wieder zu Hause, klingelt das Telefon und Heinrich sagt, ja, wo bleibt ihr denn? Uns das ganze Essen geht vor die Hunde. Und da stellte sich raus, dass Thomas Mann an einem völlig falschen Haus geklingelt hatte. Böse Leute wie Brecht haben das in die Welt gesetzt, also Thomas ließe den Heinrich verhungern und so weiter. Das ist alles völliger Unsinn. Er hat ihn in Wirklichkeit 10 Jahre lang ständig finanziell und in jeder Hinsicht unterstützt. Aber vom Herzen her war es sehr schwierig zwischen den Brüdern. Heinrich versuchte, sich ein bisschen anzunähern. Er kam eigentlich dem Bruder von sich aus näher. Aber Thomas konnte nicht innerlich. Er konnte eigentlich mit dem nichts anfangen. Und es sind die fundamentalen Differenzen, die es seit ganz früher Zeit gab, die da immer noch kommen. Ob Thomas selber genug getan hat, glaube ich nicht, aber er hatte ja Katja, die hat das ja dann übernommen, dieses physische Versorgen. Emotional ganz sicher nicht, denn wie Thomas eben auch Nelly
behandelt hat mit Verachtung. Da müssen also schreckliche Szenen gewesen sein bei irgendwelchen, weiß ich, Feiertagen, wo sie denn eingeladen waren, Heinrich und Nelly. Das, glaube ich, muss für Heinrich entsetzlich verletzend gewesen sein. Man wollte den Heinrich in seiner Art, in seiner Eigenart und seinem Sein nicht verstehen. Nelly Mann in einem Brief aus der Entziehungskur. Lieber Heinrich, ich bin so gesund und kräftig wie noch keinen Tag bevor in Amerika. Alles, was ich zur Festigkeit meiner Nerven brauche, ist ein etwas normaleres menschliches Leben und ein bisschen Garantie der Existenz in aller bescheidenster Form. Bleiben tue ich auf gar keinen Fall in diesem Haus. Dies ist ein Platz für schwer Nervenkranke. Ich gehöre in eine gesunde Atmosphäre. Nur weil ich in meiner tiefsten Demütigung ein Glas Wein zu viel getrunken habe und oft betrunken war, habe ich nicht ganz meinen Verstand verloren. Nun will ich leben. Nelly und Heinrich hatten häufig Geldschwierigkeiten. Sparsames Haushalten waren beide nicht gewöhnt. Die größten Probleme entstanden jedoch durch die Notwendigkeit, ein eigenes Auto zu haben. Es war Nelly, die chauffieren musste, und das tat sie gelegentlich unter Alkoholeinfluss. Als sie dabei einen Unfall verursachte und die Sache vor Gericht kommen sollte, wusste sie nicht mehr weiter. Heinrich Mann über den Selbstmord seiner Frau. Es war ihre fünfte Vergiftung. Schon der vorletzte Versuch wäre beinahe gelungen. Dieses letzte Jahr war Jammer und Schrecken. Einem schuldloseren Leid war ich niemals nahe. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass sie gespürt hat, Thomas mit seiner Familie steht nicht dahinter und Heinrich ist irgendwo natürlich auch in einen Loyalitätskonflikt geraten, das ist ganz klar. Es gibt dann auch sicher weitere Gründe, warum sie Suizid begangen hat, das kann man nicht reduzieren auf diese, sagen wir einmal, Antipathie von Thomas Mann und seiner Familie, aber es war sicher auch Verdacht ist Lungenkrebs, was man dem Kranken aber nicht sagt. Heinrich in Los Angeles wird mehr oder weniger auf dem Laufenden gehalten und macht sich große Sorgen um seinen Bruder. Und er schickt ihm ein auf Englisch geschriebenes Telegramm. Und ich finde es ein wunderbares Zeugnis ihrer brüderlichen Beziehung. Nur ein paar Sätze aus diesem Telegramm. I ask Tommy to retain his admirable courage. My beloved brother, you must have the strength to live and you will. You are indispensable to your great purposes and to all persons who love you. This is the moment for confessing you my absolute attachment. Faithfully yours, Heinrich. Also das ist der Augenblick, in dem er seine absolute Anhänglichkeit an den Bruder bekunden muss. Eine absolute Anhänglichkeit, eine Brüderlichkeit, denn das amerikanische Exil war eine Zeit der großen Gemeinsamkeit. Lieber Heinrich, einen herzlichen Gruß vor dem Wiedersehen. Diese späte, unerwartete Prüfung ist cum laude bestanden. Möchten wir dich im besten Wohlsein vorfinden. Tommy. Dr. Faustus ist das große Werk der Rückbesinnung nach Europa. Ich glaube, der Dr. Faustus ist das Werk, in dem die Distanz Thomas Manns zu den amerikanischen Angelegenheiten
deutlich wird, seine langsame Distanzierung von den USA, die ja auch später mündet in der Rücksiedelung nach Europa. Der Fokus kehrt sich zurück nach Deutschland. Er erlebte schon, dass er letztlich ein Europäer war, kein Amerikaner. Diese Erkenntnis der Fremdheit auch oder der Distanz, wenn man das vielleicht so sagen kann, wurde immer stärker. Der Hintergrund war aber nicht nur kulturell, sondern war auch stark politisch bestimmt. Das Amerika von McCarthy war nicht mehr sein Amerika, das er gekannt hatte, als er 1938 nach Amerika kam. Er wurde selbst beobachtet. Man hat beim FBI eine Akte über ihn geführt. Und er sprach dann fast von einer zweiten Emigration aus Amerika. Die letzten Romane von Heinrich Mann sind schwierig. Sie sind schwierig, weil sie teilweise hermetisch sind. Man kommt sehr schwer hinein. Sie sind teilweise auch in gewissen Passagen missglückt. Sie sind aber interessant, weil hier sich noch mal etwas zeigt bei Heinrich Mann, diese Experimentierlust als Autor, eine Mischung zwischen Realismus, Surrealismus, Symbolismus, alles ist in diesen letzten Romanen drin und in einer kunterbunten Folge zusammengemischt, dass einem sicherlich manchmal der Kopf dabei dröhnen kann. Aber wenn man sich mal das Bauprinzip, das Stilprinzip deutlich macht, dann sieht man eigentlich, was dieser Autor noch mit 70, 75 noch für eine Gestaltungslust hatte. Hier unten, wo wir die Fenster sehen, die drei aneinandergereihten Fenster, das war das letzte Arbeitszimmer von Heinrich Mann. Die Wohnung hier war nicht sehr groß, aber es war ja eine Übergangszeit. Einmal wollte er hierher ziehen, damit er näher zu seinem Bruder lebt. Denn Nelly, seine Frau, war ja in der Zwischenzeit tot, hatte sich das Leben genommen. Und dann hatte er ja auch schon die Einladung in die DDR. Es gibt diese Anfrage aus Ostdeutschland, er möge doch bitte nach Berlin kommen, er solle dort Präsident der neu zu schaffenden Akademie der Künste werden. Und er fängt dann mit den ostdeutschen Stellen einen Briefverkehr an, der doch sehr hinhaltend ist. Er wollte nicht so recht dran glauben, dort im Osten wieder eine Funktion einnehmen zu sollen. Der Versuch, ihn in die DDR zu verpflanzen, war, glaube ich, mehr oder weniger der Versuch von Thomas und Katja Mann, ihn loszuwerden, wenn man das mal so grob sagen kann. Sie mussten die Nurse für ihn zahlen und irgendwie war er auch lästig geworden. Hinzu kam, dass man ihn in der DDR, in der neu gegründeten DDR, allerhand angeboten hat. Eine Villa und verschiedene Posten natürlich, Präsidenten, in dem Dichterverband etc. Aber er selbst wollte, glaube ich, nicht mehr. Und vielleicht hat er auch gehofft, dass man ihn aus Westdeutschland ruft. Es gibt irgendwo eine Notiz, wo er sagt, er hätte eigentlich auch einen Brief von Adenauer erwarten können. Wir waren die ganze Nacht bei ihm. Und Thomas Mann war nicht da. Die Haushälterin hat uns angerufen, hat gesagt, es scheint, dass ihm nicht sehr gut geht. Dann haben wir beim Arzt angerufen, der hieß übrigens auch Mann, Dr. Mann, aber ein Amerikaner. Und der sagte auch, ich glaube, dass es nicht mehr lang dauern wird. Und dann sind wir hingegangen, beide, und waren bei ihm, bis er gestorben ist. Heinrich hat immer sehr bescheiden gelebt. Er hat mehr oder weniger eine Hotelexistenz geführt in seinem Leben oder eben in bescheidenen Wohnungen in Los Angeles. Das braucht er offensichtlich nicht. Ihm reichte ein Tisch, der nicht wackelt, zum Schreiben. Während Thomas natürlich immer eine Art fürstlichen Auftritt brauchte.
und das Lebensdekor dafür. Wobei das feste Element im Leben von Thomas war sein Schreibtisch. Er ist nicht nur der Herr der Häuser, sondern vor allen Dingen der Schreibtisch. Zwei Weltkriege und Exil und alles mögliche andere passiert in der Welt, aber was sich nicht ändert, ist die Ordnung auf dem Schreibtisch von Thomas Mann. Das ist eine Festigkeit, die man bewundern kann und auch bewundern muss natürlich, die seinem Charakter entspricht und auch seinem Stil und seiner Lebensweise. Und Heinrich ist ganz anders. Heinrich wird vom Winde verweht und kommt nie wieder zurück. Heinrich Mann wurde in Santa Monica beerdigt. Dort fand er aber nicht die letzte Ruhe. 1961 holte man ihn schließlich doch in die DDR. Seine Urne wurde nach Berlin gebracht und auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt. Thomas Mann überlebte seinen Bruder um 5 Jahre. 1952 kehrte er aus dem Exil nach Europa zurück. Am Zürichsee erwarb er die letzte Villa seines Lebens. Einmal im Jahr besuchte er Deutschland. Beerdigt ist er auf dem Friedhof von Kelchberg, inmitten seiner Familie. Wer von den Brüdern der Größere war? Es lässt sich nicht sagen. Gebrüder Mann in Dreisat.